Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dr. Perks Spiel Planescape Torment. Nachdem wir beim letzten Mal ja so ziemlich alles umgebracht haben, was sich bewegt hat. Ah, da haben wir jemanden vergessen. Guck an. Siste? Ja, nur geht hin und schlagt den Toten. Habt euch nicht so. Ist das so schwer? Ist das doch nicht. Siste? I'm gone. Brauchen wir nicht. Dann. Hat sie ja noch. Oh. Ich wollte gerade sagen, hat sich ja noch irgendeiner versteckt? Endure. In enduring grow strong. There cannot be two skies. Your path is mine. Kill them. Yeah. Na komm, Mord. Sure, why not? Mord, keine Lust so zu schlagen. Ah, na also. Du. So, und jetzt noch den. Okay. So, und was haben wir hier noch? Okay, ja, hat sich ja mal wieder gelohnt, würde ich sagen. So, jetzt wo wir schon mal hier sind. Tent, können wir hier irgendwo rein? Nee, so. Wo ist hier ein Tent? Das Ding kriegen wir nicht auf. Tent. Wooden Structure? Nee, ich suche hier irgendwo ein Tent. Ist hier irgendwo ein... Ah, Spiel, dann leck mich. Hier war doch irgendwas Größeres. Burn Building, da können wir da bestimmt rein. Ja! Ja, so. Also in dieser LA findet man echt nichts. Also das ist... Oh, was ist hier los? Hallo? Bra, kra, okay. You see a young man dressed in plain but well-kept clothes. He pauses in his pacing as you approach. Greetings. Rock in trouble, big. Help you do? What's wrong? Rock forget rings in tent. Friends need to magic with. No rings, be mad at Rock. One ring brown like jink, other shiny like mirror. Last is pretty and yellow. Ring for Rauk, bring them back for you. Updated my journal. Und ihr macht einfach hier Mage in Training, Mage in Training, Mage in Training. Aha. Alright. Na gut, ja, wird ja wohl. Mhm. Wo haben wir denn hier noch Tents? Hm, hier ist auch noch eins. Ah, da können wir auch rein. Wie schön, wenn unsere Kollegen... Ja. Okay. Da vielleicht? Bronze Ring? Ist er das? Okay. Nehmen wir mal einen zu, so, den ganzen Kram mal zum Mord. Okay. Das ist offensichtlich ganz normaler Bronzering. Naja, falls der das ist. Next Tent, da ist noch ein Tent. Oh, macht das einen Spaß, den Eingang suchen. Also diese Area hätten sie echt sparen können. Aha. Wer bist du? Hive Dweller. Hm.
Vielleicht weißt du, wo er ist? You seem to have startled her. She abruptly steps rummaging through the tent and stares at you nervously. Greetings. I wasn't doing nothing, I swear it. Why don't you tell me what you weren't doing? She looks at you as if about to tell you something, and then she quickly dashes for the door. Ich hoffe, du hast ihn jetzt nicht, obwohl das klang nicht so, als ob du ihn gefunden hättest. So, wo ist hier? Ah. Silverwing, sehr gut. Nur mal doch dahin, ne? Hm. Ja, schon befürchtet. Oh, Entschuldigung, das war wieder mal meine Hand am Mikrofon. Wieso? Wie kommt die da eigentlich immer hin? So, wie kommen wir jetzt in die Scheiß-Tent rein? Alright. So, und wo ist das Ding? Hier ist es nicht. Da wäre auch zu einfach. Da. Goldring, super. Done. Blöden Fetch-Quests, aber gut, die gibt's halt immer. Wenigstens ist das, sind die, die Auftraggeber ein bisschen besonders. Wo warst du jetzt? Was hier, ne? Wo war der Eingang? Da. Ich meine, man sieht den Eingang, aber man muss trotzdem noch den richtigen Pixel treffen. Das ist so ein bisschen suboptimal. Did you bring? Yes? I got all the rings. Here. You new friend of Rauk now. Rauk take rings now. Rauk thanks me new friends. Farewell, Rauk. Updated my journal. Okay, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Was wollen die denn eigentlich zaubern? Hätten wir vielleicht mal fragen sollen, ne? Let us begin. Das kann nicht gut sein. Dieses Ups da drin. We did it! Oh, it's attacking. Ups, das ging aber schnell. Hallo? Limlim. You see what appears to be an ordinary Limlim. It's hard to believe that this cute little creature slaughtered 5 wizard apprentices with such ease. Leave it alone. Rauk, hast du da was zu sagen? Rauk lose friends, but Rauk make new friend. Call him Green Thing. Ja, also manchmal sind die einfachsten Namen einfach die besten, ne? Green Thing. Du bist Green Thing. Ja. Okay, dann können wir hier aber wenigstens die... Oh, die Magier ausnehmen. So wollen wir das haben. So, jetzt habe ich wahrscheinlich keinen Platz mehr. Nee. Wie ist denn hier die Lage? Ach, du bist ja... Identify. Call of Armor. Gold Earring. Simple gold pendant may have once hung from a nobleman's ear. Das ist schön, aber der ist offensichtlich nur Geld wert. So, dann machst du das mal. Na? Klatscham. You will be done. Warum hast du keine Scrolls bei dir? Silver Earring. Gaudy Ring und Green Steel Dagger und du hast aber schon... Your path is mine. Your path is mine. Du musst da irgendwas haben. Da. Skull of Fist of Iron. So, wie viel waren es denn? 1, 2, 3. Dich habe ich schon. Dich haben wir auch, dich haben wir auch. Oder? Habe ich hier was übersehen? Your path is mine. Hier ist nichts drin. So, wenn wir schon mal hier drin sind, da. Hoppala. Junk. I shall serve. Vielleicht sollte ich hier nicht irgendwo einfach so drin rumgucken. Bist du irgendwas? Du bist blinded. Oh, das ist ja fantastisch.
Ja, da würde ich sagen, wenn wir mal ins Flophaus und da rasten. Wenn wir hier wegkommen. I'm gone. I'm gone. Ach Mensch, du. Hä? Ja, hä? Drauf da. Nicht warten, angreifen, Mord. Ja, oder. Ja. Good as done. Ui. Ach, das ist wahrscheinlich der, der immer das Geld hier von den Leuten einsammelt, die hier durch wollen, ne? Oh, das ist doch nicht wahr. Greift uns jetzt jeder an hier. Danke, Mord. I hear your work. Your path is mine. Das ist Teamwork. Mord bringt alle um und Darkon sammelt die Sachen ein. Und der Namenlose wird sie dann als nächstes verkaufen. Das ist, hat jeder seine Aufgabe. Wunderbares Teamwork. So, wo war denn jetzt das Flophaus? Das war ja da irgendwo. Ach, Braskin, mit dir können wir ja eigentlich auch nochmal reden. Wo du uns so lustig mit der Truhe verarscht hast. Mit der Box. Erzähl mal. The news is everywhere. The news is everywhere. Congratulations on breaking the curse of Morridor's box. I must admit to being a bit skeptical that an ugly bug such as you could accomplish such a thing. Mind you, I still think you're uglier than a bug who's ours. But I've got respect for what you've done. And so for Bakus, as it is, egal. Come, share a drink with me, so you can tell me how you did it. Oh ja, warum nicht? After a few tankards, a few songs, a few jokes, you've come to like Braskin immensely. In fact, at the moment, you seem to like everyone. Soon, Braskin falls to the floor in a drunken stupor. You realize it's time to go. Aber ich nehme an, wir können hier. Können wir dich? Nee, du bist noch leider nicht. Hast dich leider nicht totgesoffen? Ist hier noch irgendwo was? I'm gone. Hier ist nichts mehr. Gut. Okay, dann, wo ist das bescheuerte Flophaus? Hier, ne? Ich glaube. Also wollen wir erstmal rasten, damit Darkon entblindet wird. Und außerdem haben wir ja auch ein bisschen Hitpoints gelassen. Oh. Meine Güte. So. Did you see that? Yo, Mord, mit einem Schlag hast du super gemacht. I feel stronger. Ihr habt seit, ich weiß nicht wie vielen Kämpfen, nichts gemacht, aber bin aufgestiegen. Ist das nicht herrlich? Level 6. Sehr schön. Und bum 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 bum. Wo stecken wir das mal rein? Bei 20 ist eigentlich schon ganz gut. Intelligence kriegen wir dazu, wenn wir Level 7 werden, Magier. Ja, erstmal nochmal Charisma. Okay. I'm gone. Achso. Yep. Na, Sachen einsammeln. Das Looting nicht vergessen. Okay. So, dann wieder alles an Mord. Inventory ist voll. Was soll das denn? So. Achso, das muss ich von Hand machen. Ja, das ist ja super. Um,
So, hast du noch irgendwas? Das war Copper. Nee, du hast das nicht. So und so. Okay. So, jetzt wollen wir aber mal rasten. Hier ist das Flophaus. Da. Bitte keine Kämpfe mehr auf dem Weg. Danke. I'd like to rest. Wunderbar. So, jetzt gucken wir uns mal unser Nameless One an. Wir sind jetzt nämlich Level 6 und ich wollte ja ganz gerne, bevor ich Level 7 werde, Magier werden. Also, wir haben jetzt, mit anderen Worten, das sollten wir jetzt langsam mal angehen. Was wir ansonsten noch zu tun haben, ist das Mausoleum. Das dauert sowieso noch ein bisschen. Das auch, das auch. Das auch. Also das Einzige, was jetzt so unmittelbar ohne weiteres zu machen ist, wäre das Mausoleum. Ich würde sagen, das machen wir nach der Magiergeschichte. Ach nee, Mensch. Habe ich eigentlich keine Waffe in der Hand? So. Gut, werden wir jetzt wohl mal uns nach Ragpicker Square aufmachen. Ich meine, da müssen wir früher oder später sowieso hin. Da sollen sich ja diverse Personen rumtreiben, die wir suchen, nicht wahr? Aber ich könnte eigentlich mal speichern. So. Dann. I'm gone. Hier. Yellowfinger ist sehr schön. Interessanter Name. This weaselly-looking fellow is skulking about the garbage like a tattered shadow. Seeing you and Maud, he beckons to you. Psst! Hey! The skull! Where you get the skull, eh? Me skull it is! Give it back to me! Maud turns to the halver pike off. Okay. This is not your skull. If you can prove to me the skull's yours, ich glaube auch. Who are you? Skull's mine! Mine! Hey! Give it to me! I forget you stole it! He mumbles, his narrowed eyes darting. This is not your skull. You're calling me a liar? Huh? Skull's mine! Mine! He mumbles for a moment, eyes rolling and darting. You're the thief, spitting lies, I'd cut you! Wouldn't try it. The man glances at you, eyes narrow. Suddenly he attacks. Meet his attack! Hilft ja. Ach, Freunde, hier unten ist die Action. Alright. Damn it. Did you see that? Jo, danke, Maud, hast du gut gemacht. Armer Irrer, würde ich sagen. Alright. Armer Irrer. So, einen kleinen Moment mal bitte. Ja, und da bin ich wieder. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. So, dann was haben wir hier? Carver, Collector, Collector. Ja, mal gucken, wen wir hier noch so rumlaufen haben. Nord, das Annahmen. Da können wir rein. Collector. Auch ein Collector. Oh, das ist ja auch interessante Gegend hier. Aber wenigstens keine Thugs. Ne, hier wollen wir noch nicht lang. Done. I'm gone. I'm gone. Weiter? Nee. Done. Dumm, die dumm, die dumm. I'm gone.
Okay, na, dann fangen wir mal an. Hier war doch Nord. Wo bist du? Nee. I'm gone. Gott, wo seid denn alle hingelaufen? I'm gone. Wo können wir mit dir reden? Nee. Alright. Da bist du. Okay. Du hast einen Namen, du bist wichtig. As you approach the hooded, brown-robed man, you notice that he's mumbling to himself softly and occasionally nodding. Ja, nicht wunder. Greetings. Someone comes to speak to Nord. Aye. He suddenly breaks into a fit of hacking cuffs, then nods to himself. What is this place? He frowns and licks his lips. Rag picker square, the square, trash everywhere, aye, everywhere, he coughs. What are you doing? Nothing. Except looking for deaders. Nothing else. He sniffs, then gives another hacking cough. He mumbles for a moment and speaks again. Nothing else. Need the jink, jink, jink. Deaders, why are you looking for corpses, hat doch gerade gesagt. Very good. He starts nodding without really looking at you. Haul him to the black place, the mortuary. He tilts his head back and forth and nods again. There, the dusties, they haggles and gives jink. They takes the deaders in, they do aye and nod, don't talks to him till next body. He sniffs, wiping at his nose with the back of his hand. Why do they pay for corpses? No matter, no matter. He smiles, then nods sagely. Jink for me, jink, jink. What is his plan? Add some questions. He nods. What? He sniffs, then squints at you. Jink! He taps his head, points at you, then points at his hand. You wants to know something? Jink. Aye, jink, jink. Oh Gott, der ist anstrengend. Na, 10 coppers. Jink for Nord, jink jink. He mumbles for a moment, hiding the copper coins away in the folds of his robes. Ask Nord tries to answer, I. He coughs for a bit, spitting something off to the side. Lovely. Do you know... Tell me about the collectors. Me? He seems unsure for a moment, then nods assent. Me. Scoops up deaders. Take to Dusty's. Dusty's paging for dead to the right place. Dead happy. Dusty's happy. Not happy. Aye. With Nod's shiny jink. Oh, good. Do you know of a man named Ferret? He looks frightened and starts to shake his head. Ferret! He scratches at his head. What about him? He frowns, then shakes his head as if he's not sure he should be speaking to you. Do you know where I can find him? He shakes his head, then mumbles. He glances quickly at you, then begins to murmur again to himself. It sounds like he's uttering a prayer against evil. No, not here, in square. He frowns, as if unsure how to explain it. But not in this square. He shakes his head again, then coughs. Toll, das hilft mir. Tell me about this area. Shergrave. Tell me about Shergrave. Shergrave's shadow long falls over Nord. It does, aye? Nord gives his jink to Shergrave. Shergrave tell others in his shadow, watches out for Nord, aye. Okay, Schutzgeld. Okay, verstehe. I'm looking for a journal. No. He shakes his head vigorously. No journal. He sniffs, wiping his nose with his sleeves. This area. Okay, that's all I wish to know. He shakes his head, coughs, then resumes his nodding. Yet ask not I, not ask ye. Question for you. Spricht ja grausam. Also er will auch was wissen. Go ahead, ask a question. Nord has a sister, Amaris. Lives and dives away from here, away from the square. So long, long ago, Nord was separated from his sister, taken away. You've been separated from her, and you'd like me to find her. I dated my journal. You don't know her?
He shakes his head sadly for a moment, chewing his lower lip. If you see her, if you does, tell her not. Her brother worries about her. I? He does. He worries. What? Yeah, all right. No, why don't you go find her? No! Nod covers his head with his arms, mumbling to himself. Nod can't speak right no more. Das stimmt. He can't, nay, and he smells the corpse and the dirt of the square, Ragpicker Square. No! The outburst sends him into a fit of hacking coughs. What happened to you, Nod? Nod sniffs, looking at the ground quietly. Finally, he begins nodding to himself, speaking softly. Nod was young. Started hearing voices, telling Nod, do this, do that. Bad things, bad. Like chewing on Nod's fingers. He holds his hands to his face and you can see old bite scars beneath the caked on filth. Gone. So Nod's parents takes him away, they does. Puts him in a dark place, a winged tower, where they pokes needles and hooks in Nod's head. Voices stop, aye, they do. But Nod can't think right, can't talk right. Nod escapes the place, he does. Wakes up in the hive. I? Okay. Also eine Art... gut. Klapsmühle, hm? Gott, wie heißt das denn? Wie ist denn der politisch korrekte Begriff? Egal. Also in einem... Sanatorium. Where is this wing tower? Never go on with her story. Nod wakes up. There's collectors. Collectors poking at Nod, saying, look, Nod and Dada. Dada seen his Nod. Takes him back, takes him. And then it takes Nod back, Dada's. Back to the square. So long. Years. Long years ago. Alright, I find your sister for you. Nod thanks you. He does. Nod thanks you. Amaris was pretty, so pretty, lives in the hive now. Fair skin she was, hair like jet, and always in blue, blue. She was always in blue. Updated my journal. Okay, gut. Also hier war... Da. Cover. Wer haben wir hier denn noch? Ah, hier haben wir noch wen. Auch ein schöner Alright. Name. Hier warst du da eben. Alright. Hier war da eben noch jemand. Da. Nein, du bleib doch mal hier. Marrow Friend. Oh Gott. Okay, lass mich raten. Er saugt gern Bone Marrow. You can smell the reek of dung and rotting meat on this man, even from afar. Though obviously weak and decrepit, his long, thin fingers and sunken eyes give him a sinister look as he scuttles through the garbage around him. The way he drools and rolls his eyes makes you wonder if he's mad. Wer ja der Erste hier, nicht wahr? Greetings. He tries to focus on you, but his gaze wanders. His eyes are set deeply into hollow sockets, and his skin is terribly pale and diseased, covered with rashes and yellowed patches that look ready to peel from his body at any moment. The stench emanating from him is terrible. As you open your mouth to speak, he licks his lips and swallows. Yo, Dada! What do you say? Yo! He licks his lips again, and his long, spindly fingers pick at his skin as he stares at you. Yo, Dada! He glances to your left, then his eyes dart back to you. Dead, hungry! Die sind ja aber alle total im Eimer. Meine Fresse. He reaches out to touch you, licking his scabrous lips. Ich weiß jetzt nicht. Naja, bitte. His fingers scrabble spider-like on your arm, as if looking for a piece to tear off. He licks his split lips again, and you watch yellowish drool drip from them. Ich glaube, das war keine gute Idee. With a raspy moan, his fingers suddenly dig into the skin on your arm and pull off a bit. Step back. You watch and feel your stomach churn as he takes the bit of flesh and shoves it into his mouth. Oh god. He chews it slowly, then swallows. You're dead? No, I'm not dead. But you'll be in moments. You taste dead? Und du musst es wissen.
He scratches himself beneath his robe and you suddenly notice that he has a finger hanging from his neck on a cord. Oh, bitte nicht. It looks like there's a ring on it. Still hungry. What is that? What do you usually eat? He makes a snuffling noise, like a pig. Dead. Naja, immerhin wartet er, bis sie tot sind. What is that finger bone? He looks down, his plague ridden features twisting into a ghastly snaggletooth parody of a grin. Snack! Ja, zwischendurch der kleine Hunger kommt. Ne? Dann kann man ein bisschen das Finger saugen. He looks ready to chew on it. Don't eat that. Have a bite of me. Ja. Wir wollen den Ring haben. Don't eat that. Have a bite of me instead. I'm more fresh. He smiles and reaches for your outstretched hand. Give me the finger bone first, marrow friend. Ah, danke schön. He nods greedily and lets you take the finger bone. His teeth sink into the meat of your forearm and pull a chunk away with a single wrench of his neck. The pain is excruciating, but marrow friend sits on his haunches as if nothing had happened, chewing noisily at the mouthful of meat he pulled away. Ja, und da wir ja sowieso nicht wahr irgendwie nicht sterben können, können wir ja auch mal ein bisschen großzügig sein. Thanks. Farewell. So. Dann gucken wir uns auch hier gleich mal an. Fingerbone. Fingerbone. This is a well decayed and nearly meatless fingerbone from a humanoid of roughly your size. There's still some sort of odd ring on the finger. Ja, deswegen haben wir das Ding ja. It is an intricate thing, sculpted with dozens of tiny ornate flanges and decorative protrusions. Oddly enough, it seems firmly rooted to the finger, and no amount of pulling or prying will budge the thing. Almost as if the ring's jagged edges have dug into the lifeless finger itself and refuse to release it. Ja, das nennt man cursed. Dieser Ring ist offensichtlich verflucht und wer auch immer vorher Besitzer des ganzen Fingers war, oder wo der mal im Original dran war, der hatte offensichtlich das Problem, dass er den nicht mehr abkriegt. Und wir werden jetzt gleich ein typisches Beispiel für Planescape-Logik erleben. Was macht man, wenn man einen verfluchten Ring hat, der auf einem Finger steckt und man den Ring nicht von dem Finger kriegt, aber den Ring haben will? Und kein Remove Curse hat, genau. Was machen wir dann? Wir benutzen das Teil. This is a well decayed and nearly meatless fingerbone from here, haben wir schon gelesen. Pull the ring from the finger. Ja, das geht nicht. Try as you might. You cannot remove the ring. It's almost as if the ring's sharp. Ja, genau. And refuse to release it. You have an odd feeling about it, however. So, und jetzt kommen wir zur Logik. Remove your own finger. Replace it with the finger bone. Ne? Da kann man drauf kommen. You place the ring finger of your left hand into your mouth, close your eyes, take a deep breath and bite down as hard as you can. There's a sickening crunch and you are overcome with the taste and smell of blood. You spit the bloody finger out and place the rotted ring-laden finger bone against the gushing stump. Ja. Dieser Satz war so lecker, den lese ich gleich nochmal. You spit the bloody finger bone out and place the rotted ring-laden finger bone against the gushing stump. Haben sich das alle bildlich vorgestellt? Okay, ich hoffe, niemand isst gerade. At first, nothing happens and you're horrified at the thought of what you've just done. Ja, das wäre lustig, ne? Wenn jetzt einfach nichts passieren würde, das wäre richtig doof. Suddenly, though, you feel a strange tingling sensation as bones fuse and tendons re-knit. In moments, the rotting finger bone has become a living part of your body, though it still throbs painfully. The jagged ring suddenly loosens and slips off the palm into the palm of your hand. So, selbst wenn... We're being watched, Chief. Ja, just danke. Just look natural. Ja, ja. Casual. Selbst wenn der jetzt, also der ist jetzt nur abgefallen, regeltechnisch, damit wir ihn wieder anlegen können. Vom Prinzip ist er weiterhin verflucht, cursed. Und so wie wir ihn anlegen, werden wir ihn wieder nicht abnehmen können. Der Punkt ist, der hat allerdings im Gegensatz zu vielen anderen cursed Items keine negativen Einflüsse. Im Gegensatz, er verbessert unsere Rüstungsklasse um 2.
Das ist also durchaus ein Ring, den man sich anstecken kann. Und ich würde sagen, die Beschreibung werde ich beim nächsten Mal dann lesen. Und an dieser Stelle werden wir dann auch beim nächsten Mal weitermachen, nachdem wir jetzt uns ein bisschen selbst massakriert haben, teilweise, nicht wahr? Und schon mit hochinteressanten Leuten gesprochen haben, machen wir hier einfach beim nächsten Mal weiter. Hier gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Planescape Torment. Also, bis dann. Tschüss.